Hallöchen und willkommen zurück bei der lebenswichtigsten Mission des Planeten Erde. Mission Gertrud. Mission Gertrud. Genau. Mission Gertrud im Safari-Netz. Ja, wir können, ich meine, es ist hier deutlich zu gefährlich, um sie einfach frei rumlaufen zu lassen, ja. Ja. Das ist, das außerdem wollen wir nicht unsere Höhle voller Kacke haben. Was? Es hat noch so viel Quests. Ja, ja, also zwischendurch, wir haben uns tatsächlich auch die mit Wolle und Betten gemacht. Das, ich weiß halt nicht, wie Betten hier funktionieren. Ich glaube, wir können aber den Spawn ändern. Also Nacht wegschlafen bringt hier, glaube ich, nicht viel. Lass mal eins hier hinsetzen. Ach ja, und zwischenzeitlich hat sich meine Spitzhacke geupgradet. Ja, ihr könnt alle mal hier rechts klicken. Ja, Spawn Set. Genau, dann spawnen wir nämlich hier drin, statt da draußen in der Hölle. Oh, fuck me. Oh, Baby-Zombie! What? Der hat ein Eisen gedroppt, geil! Cool. Ich bin doch ein Baby-Zombie. Baby-Zombies. Oh, fuck. Spawn Alter, Set. Unsere Kiste da draußen, da wo Gertrude drin ist, da sind ungefähr 50 Millionen Mobs. Oh, so schnell wollte ich den Baby-Zombie jetzt auch nicht haben, wenn's geht. Aber der hat noch ein Eisen gedroppt, geil! Noch ein Baby-Zombie, noch ein Baby-Zombie! Los, komm, Baby-Zombie-Farm! Das ist echt übel, ey. Grout. Haben wir schon Grout irgendwo in der Kiste? Bitte. Bitte? Okay, die Skelette, ich glaube, die haben alle auch getriggert, die Mobs. Und jetzt sind sie im Wasser. Das Wasser hier, der Zombie hat keinen Kopf mehr. Skelett auch nicht. Also, nee, das Wasser hier, das stellt sich als äußerst gut dar. Das einzige Skelett, was mich getriggert hat, jetzt komme ich aber nicht an die anderen. Haben wir alle Seeds schon oder welche fehlen? Weiß ich nicht. Du hast, wir haben normale Seeds hier. Das heißt Reis und Blackberry, das ist nämlich Reis. Ja, yeah, genau. Reis habe ich auch genommen, aber Blackberries bringen nichts, die sind scheiße. Na dann vielleicht nochmal normale nehmen. Ja, ich hatte die normalen genommen, das sind die, die hier in der Kiste sind. Shit! Alter, da draußen ist echt Hölle. Das, also, von oben fällt so viel Shit runter. Vielleicht sollten wir mal versuchen, ach kacke, und das Lavamonster ist auch schon wieder da. Vielleicht sollten wir versuchen, da hochzukommen und da oben dann einfach mal, Ausleuchten. Verteilen oder so. Wir machen, Juicer, Cutting Board, Mortal und Mixing Board. Ja, genau. Dafür brauchen wir sehr viel Holz. Mit anderen Worten, es wäre vielleicht angebracht, ein bisschen zu farmen, was Bäume angeht. Wölfholz. Ja. Ich pflanze mal draußen zwei Bäume und versuche die zu bauen, Mehl. So, was sagt mein... Wenn ich denn überhaupt erstmal rauskomme hier. So, was soll ich denn mal versuchen, an Materialien zu farmen? Ich glaube, ich versuche auch mal meine Spitzhacke ein bisschen zu leveln, wa? Okay, nein, die Skelette. Ja, wär gut, ja. Ach, hier, die Skelette, die baden hier, die denken, ey, geil, öffentlich, cool. Oh, pass auf, da sind gerade Silberfische rausgekommen. Denk dran, dass du die mit dem Bugswater platt machst. Ja, ich hab den jetzt auf meinen zweiten Slot gelegt. Den besser parat. Wo hab ich denn meinen? Hier ist irgendwo das Poison-Skelett. Ich hab's vergessen, scheiße. Shit. Das ist da hinten. Ich bin tot. Ich kann nicht hier raus, weil ich poisoned bin. Fuck this thing. Ich bin auf dem Weg. Piece of shit. Fick dich, Poison-Skelett. So, das Ding ist weg. Ja. Gott sei Dank. Keine Ahnung, wo das Ding ist. Das schießt die ganze Zeit von oben runter. Also. Ach so, noch eins. Okay, ich hatte eben gerade eins hier unten gekillt. Okay. Ja, hatte das. Das ist auch gut, dass weg ist. Ich hab noch ein halbes Herz. Oh, hier kommt schon wieder ein. Oh, ich hab die Buckets am Start. Das darf ich nicht. Darf ich nicht verlieren. Na, du Zombie. Okay, liegt eine Fackel. Oh, und dann nicht weiter, wie geil ist das? Ich liebe dieses Spiel. Warum bin ich so langsam? So langsam. Hier vorne ist noch ein Grab von irgendwem. Ich möchte nur daran erinnern, dass es eventuell sein kann, dass die Skelette spawnen. Ja, warte mal, hier, den wollte ich eigentlich hier hinsetzen und dann wachsen lassen. Also dieser Creeper, der uns hier diese, oder war das ein Creeper? Ja doch, ne? Der uns hier diese, das Wasser hier, diese Blase geliefert hat. Also das ist direkt eine kleine Mobfarm. Warum geht meine Sanity runter? Also weil ich am Sterben bin. Oder was? Falls du am Sterben bist, ja.
Ich hab da jetzt einen Skelettkopf. Mal gucken, was kann man dann nicht in die Alter, legen, sonst was hab ich denn hier 1000 Effekte? Wieso, was hast du denn gemacht? Ich verrecke. Ach, es gibt Ender.io hier? Ernsthaft? Cool. Ja, ja, wir haben auch Mindfactory Reloaded. Für Mindfactory Reloaded haben wir sogar schon die erste Quest. Die dreht sich um die Rubber Saplings, wie man an die rankommt. Oh mein Gott, ja. Als ob wir hier momentan schon... Ja, lass uns mal eine Farm bauen, yay. Oh. Ja, ne? Nächste Folge dann. Ja, wir haben Offscreen ein bisschen vorbereitet. Das hier ist unsere Mob-Farm. Automatisiert Grinder natürlich. Bin hier voll, das ist unsere Dingsa-Farm und so, ne? So. Also, zumindest müssen wir in dieser unter der Erde hier keine Cursed Earth herstellen. Hey, ist das jetzt ein Vorteil? Ich weiß es nicht. Das weiß ich leider auch nicht so genau, aber naja, wenn wir Glück haben und Wolle oder wer auch immer craftet den Juicer, dann können wir nicht von einem Apfel bekommen. Haben wir noch irgendwo eine Rose oder sowas? Guck mal in meinem Satchel oder in der Kiste, wo Gertrude drin ist. Da haben wir so. Noch müssten eigentlich noch da sein. Soll ich mal gucken nach dem Juicer? Okay. Du kannst aber die Quest machen: you're a Chef Harry oder so. Wo ist denn Gertrude? Im Safari jetzt in der Kiste. In welcher Kiste? Drin jetzt draußen, schon? Nee, draußen in der Kiste. Ich sehe ja kein Safari-Netz. Doch, da rechts. Oh ja, da. Ah, okay, Gertrude. Ja, da ist er. Gott sei Dank. Ja, wir so what? Was eigentlich mit unserem Apple Sapling passiert? Ich dachte, den habe ich abgebaut, weil der außen war. Also ich habe den müssen okay. Noch ein bisschen. Weil der produziert, glaube ich, Äpfel, die dann irgendwann reif werden. So halt per Harvest Craft, ne? Okay, dann ja. Ja, der muss halt irgendwo sein, wo es dunkel ist, ne? So ich. Die haben es gern dunkel und feucht. Dunkel? Mach mal ein bisschen Smooth Stone. Also wir haben gleich 8x Smooth Stone für diese. Warte, das war Hose. Ja. Ich bin verrückt. Wieso? Ich bin nur bei 11,6 unten, also. Ja, okay, ja, ich würde einfach Sachen in die Kiste legen und dich umbringen. Ja. Manchmal ist es die einfache Ausweg. Boah! Das ist aber echt. Das ist gerade, was du gerade hast, ist ein Skelett, was von oben schießt. Ah, okay. Das ist dieses Poison-Skelett. Ich hab, das nervt mich auch so. Ich habe bei mir zwischendurch immer wieder. Oh, ah, okay, jetzt bin ich wieder voll. Mobs gesehen. Ja, so Blazes, ja. Die einfach mal vor mich. Ja, genau, das macht diese Insanity. Pass auf, das Poison-Skelett kann er auch wieder hinschießen. Ja. Wolle, willst du dein Grab mal nicht wiederholen, was hier draußen steht? Achso, da ist es drin. Was ist das? Das ist das Lava-Monster. Was? Ist tot. Und der Baum fackelt ab. Auch ein Baum geworden. Versuche zu retten, was geht. Also wenn die Leaves abfackeln, dann updaten offensichtlich die Logs und fallen runter. Gut, ich hab schon Schlimmeres gesehen jetzt. Auch nicht. Ich glaube, das Lava-Monster ist runtergekommen, weil ich den Baum Thoughtless, da hinten ist auf unserer Mauer ein Mexikaner, ich meine ein Zombie. Jetzt da hochkommen mit Coolstone? Make our cave great again. Ja, ernsthaft. Oh mein Gott. Guck mal, ich habe einen Baum gebaut. Ich habe aber die Leaves abgebaut. Zack, Baum. So, wir haben schon mal den Juicer. Ja, sehr gut, weil da kann ich aus Äpfeln Apple Juice machen. Das gibt uns ein bisschen mehr, glaube ich. Ich habe den in die Essenskiste getan. In die ja. Oh, wir haben eine Essenskiste. Sehr cool. Ja, also. Also, ja, Sapling, ja. Keine Ahnung, wie auch immer. Also, ich habe jetzt ein Stack. Hast du noch Baumwiese? Ich mach mal weiter. Ja. Kannst du mal die Apple-Dinger da. Ja, warte. Okay, einer wächst. Ich glaube, ja, der andere. Glaub, will der nicht. Ist, nee, warte, der ist zu nah. Der ist zu nah. Ich hab, jetzt habe ich leider keinen Baum mehr, aber. Wir haben noch Knochen, also. Ich glaube, da ist gerade ein Zombie runtergefallen und gestorben. Kann ich einen Iron Diamond? Iron. Nee, hier ist irgendwo ein unsichtbarer Zombie. Wolle? Ja? Weiß nicht, wo der hin will, aber ich sehe hier unsichtbare Partikeleffekte. Ich glaube, ich sollte mal Video Settings Particles All. So. Shit, der Baum fackelt ab schnell.
Ach ja, stimmt. Partikel habe ich auch runtergesetzt. Ich glaube, das, ja, das. Deswegen hatte ich nämlich auch das eine Mal keinen gesehen. Wahrscheinlich. Ah. Haben wir das doch auch gerade mal eben. Hier. Video-Setting. Nee, es muss Lightning. Partikel minimal. Okay, da auch. Ich habe ihn erwischt. Sacknase von Zombie hier. Ach so, ja. So, über den Stack Holz. Großartige Scheiße. Pack's mal in irgendeine Kiste, ist mir jetzt gerade egal. Aber ich habe Äpfel, das heißt, ich kann mir jetzt leckeren. Ich bin allergisch gegen Äpfel, das heißt, ich kann mir jetzt leckeren Apfelsaft machen. Warum fackelt hier der Baum ab? Da ist irgendwo, glaube ich, diese Kohle unter der Erde, die brennt. Ja, unser. Hey, irgendwas, was. Unser Apfelbaum hat noch 3 Äpfel jetzt. Es ist so ein bisschen so, Ja, so, wir haben Fackeln in der Nähe, ne? Fackeln dürfen auch nicht in der Nähe sein. So, wir haben jetzt auch noch das Cutting Board. Also ich bin wie gesagt, ja, in der Quest dran, ne? Ja, sehr gut. Okay. Das ist auch richtig gut so. Hm? Ich überlege gerade, was wir noch ansonsten an Quests können wir nicht viel machen gerade. Weil im Prinzip ist jetzt erst, jetzt, wir können mal tatsächlicherweise, weil wir jetzt so viel Holz haben, würde ich ein bisschen Charcoal machen, wenn es geht. Und aus der Charcoal dann. Ja, Eisen kann ich noch nicht abbauen. Aber. Oder hast du das Holz genommen? Ja. Ich hab nicht viel Holz genommen. Ich habe nur einen einzigen Block umgewandelt in Wood normales. Nee, das ist doch untere Kiste. Ah, hier, okay. Boah, war ich gerade schockiert, Alter. Aluminium kann ich auch abbauen. Weil ich mach mal gerade, oder versuch mal gerade, Und den Mixing Bowl. Okay. Ja. Kopfhaar. Ich versuche mal gerade ein bisschen Charcoal zu machen, damit wir dann das Grout machen können, weil wir haben jetzt 48 Grout, haben aber auch genug Gravel, Clay und Dirt, um Sand, um noch mehr zu machen. Also können wir machen. Ich glaube, das würde uns weiterhelfen, ne? Eine Smeltery zu bauen, würde uns weiterhelfen. Dann können wir unsere Tools verbessern. Definitiv. Ja, ja, deswegen wäre das so mein nächstes Ziel, dann das Grout mal zu verwandeln. 48 könnte gerade so reichen, aber ich glaube, das ist schon eine kleine, so, eine kleine, also so eine 2x2 quasi, meinst du, ne? Ja. Reicht brauchen wir, glaube ich, nicht mal. Ich glaube, wir können noch eine 1x1 machen. Und tada, die erste Quest, die ich erledigt habe. Zumindest bewusst. Wolle, du bist ein Chef. Ich nehme die Kantalupen. Da wir 3 haben, können wir ja jeder alles nehmen. Und die Kantalupen verwandle ich auch gleich mal in Kantalupen-Seeds, weil. Okay, dann ich habe keine Ahnung, was Kantalupen sind, aber es ist da. Das ist, Kantalupen, ist das nicht Sternfrucht? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, so wenig. Ich brauche noch ein bisschen XP. Schnell, ich brauche einen Mob, der es umbringen kann, weil ich habe schon wieder 3 XP, ne? Dann nehme ich den, Bugs, Sapling. Da kommt ein Creeper auf euch zu. Creeper auf euch zu. Der kommt über die Gertrude-Kiste. Gertrude-Kiste. Da ist nämlich wieder ein Weg rein. Nein! Gertrude! Okay, die Kiste steht noch. Oh mein Gott. Wir müssen hier zumachen, würde ich sagen, oder? Wo kommt der her? Ist er runtergefallen? Von oben. Ja, lass uns erstmal Gertrud einsammeln und nach hier rein. Ja, dann müssen wir die Kiste hier reinpacken halt. Ja, haben wir eine hier, wie heißt das Ding, von Jabba? Ja, Jabba haben wir drauf. Haben wir Eisen noch? Ja, wir haben Eisen, wir haben 2 Blöcke oder so, ein paar zerquetsche. Den Reaper da unten. Ach ja, hier, 2 Blöcke. Ja, gerne einfach mal da hochstacken und gucken, was da oben Sache ist, ne? Aber ohne Fackeln macht das auch nicht viel Sinn. Oh, ich schieß schon wieder. Oh, ich hab schon wieder ein. Häusenskelett. Ja. Aber ich freue mich. Ich hab auch schon wieder einen Creeper. Okay. Oh, fuck. Wo ist der denn, der Bengel? Der ist ganz oben. Hä? Der sniped da rum. Warum kann ich das Eisen nicht? Tot, jawohl. Okay. Ah, Mist. Okay. Interessant. Und wie gesagt, da hinten, da lief ein. Ja, da kommt ein Creeper. Den locke ich mal weg, weil. Weißt du, der kommt zu euch. Achtung. Ja. Oh. Die haben aber auch eine lange Fuse, Alter. Quasi unmöglich, dem Creeper zu umzubringen, bevor er drauf geht. Ja, ich habe den versucht wegzulocken, also ich bin dicht bei ihm vorbeigelaufen, das hat ihn gar nicht interessiert. Er merkt das schon. Der war schon getriggert irgendwie. Das ist Feminist, der ist immer triggert. Oh, Warning. Das scheiß Poison-Skelett ist da oben. Fuck this. Shit.
Okay. Wir brauchen eine Kuh. Was? Gertrud, mach was. Damit wir Milch trinken eine Kuh. Können. Los, Gertrud, produziere eine. Leg ein Ei. Kuh-Ei, wenn es geht. Okay, ich warte jetzt mal kurz, bis ich hier geregent habe. Das dauert nämlich wieder ewig, weil ich wollte mich da hochstacken und ich war auch oben, und dann, weil ich habe Fackeln gemacht, einfach nur, um da oben auszuleuchten. Ja, hochstacken hat gut geklappt, danach aber nichts mehr. Okay, was passiert, wenn ich jetzt den unteren wegmache? Lol. Kann der große Slime über die Mauer? Nein, oder? Nein, kann er nicht. Ach cool, ich werde gerade mega wahnsinnig, weil ich hier am Sterben bin. Oh, was kommt denn? Hier ist eine Blume, Junge. Ich bin im Licht, hier ist eine Blume. Hör auf, wahnsinnig zu werden. Ach, wirklich wahnsinnig. Oh, diese Geräusche sind ja furchtbar, wenn man wahnsinnig wird, ey. Gerade angehört, als wäre das Void-Monster hier oder so ein Bullshit. Wolle, vor dir? Oh! Alter, kann er mal schneller regen hier? Ah, der ist noch oben, ja. Ne? Ja, der Bug anscheinend noch runter, ja. Ich krieg das Feuer auch nicht aus. Nö. Ja. Vielleicht funktionieren auch Rosen von bei unserer Plenty einfach nicht, sondern nur die von. Oh. Hast du einen Creeper? Hast du den anderen böse angeguckt? Eigentlich nicht, aber vielleicht doch, weiß ich nicht. Oh, Gertrud. Hilf mir. Warum haben die uns kein Safari-Netz gegeben, dass wir ab und zu Gertrud rausholen können? Gertrud, wir brauchen einen wissenschaftlichen Rat. Und Gertrud so bäh, bäh, bäh. Und dann packen sie wieder weg. Genau. Du hast ja hier unendliche Wasserquelle. Ja, haben wir hier am Start. Ja, haben wir haben auch zwei Eimer, die sind in der Kiste. Ja, dann kann ich auch draußen das Wasser wegmachen. Ja. Ich will vielleicht noch zwei Eimer schnell mal voll machen oder so, falls wir es vergessen. Aber ich ja, meine, draußen ist auch ähnlich viel Wasser. Also. Ich kann gerade nichts machen. Ich bin also. Wahnsinnig. Ich muss weniger wahnsinnig werden. Was ist denn daran so witzig hier? Wo sind denn die Eimer? Haben wir noch was zu essen? Habt ihr die Explosion gerade auch gehört oder werde ich einfach wahnsinnig? Du bist wahnsinnig. Alles gut. Du bist wahnsinnig. Ja, was? Red du nur. Kannst immer Cobblestone-Suppe, kannst immer machen. Ja, die werde ich jetzt auch. Ist die? Da ist Cobblestone-Suppe. Ja, das ist sogar die mit Bacon. Ja. Pass auf, die macht dir Schaden, wenn du die isst. Ja. Macht aber nichts. Nicht viel, aber. Oh toll, Rotten Food. Achtung! Okay, die sind echt. Oh nein! Nein! Was war das? Nichts Gutes. Nein! Wie sind die hier reingekommen, diese Scheiße? Durch die Tür. WTF. Ernsthaft? Können wir da eine Holztür machen oder so? Mir fehlen Fackeln. Ich hab Fackeln. Brauchst du? Drück bei F7, dann weißt du, wo du hin müssen. Ich kann das nicht. Ich hab kaum noch Leben und bin wahnsinnig. Ja, gib her. Ja. Ich rette mal gerade die Charcoal, ne? Ich habe 21 Charcoal gemacht. Wo ist jetzt? Mach auch noch ein paar Fackeln davon. Warum ist hier überall dunkel? Ja. Oh Mann, hier ist schon wieder irgendwas. Ja. Mann, ich will doch nur einfach nicht tot sein, Junge. Oh, jetzt habe ich noch ein halbes Herz. Oh ja, jetzt ist mein Weiler auch im Eimer. Was? Das Skelett hat keinen Kopf mehr und schießt trotzdem noch auf mich. Bei mir hat er noch einen Knopf. Ja, jetzt nicht mehr. Alter, ich bin im Licht, Junge. Was soll ich machen? Ach, was weiß ich. Ich werde jetzt einfach sterben hier und fertig. Ein brennendes Wither-Skelett mit verzauberten Bogen. Ja. Normal, ja. Ich. Oh. Hallo, Nachbar. Wie geht's sonst so? Alter, was kriege ich gerade für Effekte? Insanity 3, Slowness, Mindset, Nausea und Wellfett. Warte mal. Kann mal einer von euch kommen und mich umbringen? Ja, alles klar. Hier kommt schon wieder ein Creeper rein. Ist der echt oder ist der nicht echt? Keine Ahnung. Hau mich nicht, das bin ich. Ach, das bist du. Du siehst bei mir aus wie ein Creeper. Hau mich, bring mich um. Gib mir. Danke. Scheiße. Das war nicht witzig, ne?
Alter. Ah! Der noch wahnsinnig hier. Weiß nicht, also, kann man hier irgendwie so ein Wort ist. Ich sterb gleich. Wie so ein Wassergraben machen. Das Wasser kann weg. Ja, Wasser kann weg. Aber das eigentlich wegmachen. Eine Idee draußen. Achso, ich dachte so als Wassergraben, damit die Viecher nicht mehr hier durch die Tür kommen. Das ist auch keine so schlechte Idee. Du machst einen Graben und ich fülle ihn mit Wasser. Du machst die Tür jetzt eigentlich nur umarmen dafür, die Viecher, ne? Hä? Naja, ist jetzt eng, aber die passen immer noch durch. Oder was meinst du mit Ja. Ich wollte das nur. Ich brauche ja nur. Den Damit die. Okay. Ja. Ich habe die Wassereimer gerade, deswegen. Dann. Oh mein Gott, ich merke die ganze Zeit, ich habe das View-Bobbing aus, deswegen laufe ich so komisch. Gleich mal anmachen, ey. Aber das hat keinen gestört, aber mich stört das, wenn das aus ist. Wenn mein Eimer nicht so vor und zurück wippt. Wenn ich renne. Finde ich ganz komisch. Direwolf hat das, glaube ich, immer aus. Das ist furchtbar. Aber weißt du, die können immer noch hier, also von oben reinfallen, oder? Ja, bei uns jetzt ist das Dings, ja, natürlich. Ja, also. Nein, ich meinte, also das, was Wolle gerade da draußen zusammenbaut, den Wassergraben irgendwie. Jetzt wird's besser. Brauchst du noch Blöcke, oder? Ich brauche noch, genau. Haben wir schon wieder den Crafting-Tisch verloren. Schon wieder. Ich guck mal, hab ich den auch gesammelt? Ich hab da jetzt mal einmal Wasser platziert und wir gucken jetzt mal, ob der Zombie hier noch reinfindet, der da gerade draußen ist. Schon den Crafting, aber ich habe genug Holz diesmal. Und die obere Furnace hat übrigens auch, ach warte, ich wollte ja das Grout machen. Ja, nevermind. Ich mache jetzt das Grout. Das ist in der oberen Furnace. Warte. Der Crafting Table war hier hinten in der Ecke. Der ist verreckt. Ja. Good job, wir. Huch. Oh yeah, wir haben die ersten Seared Bricks. Bitte irgendwie eine Quest oder so. Boah, nice. Dachte mir, das bisschen Eisen, was wir haben, das ist dafür gar nicht verkehrt. Weighted Pressure Plate? Meinst du, die kommen da nicht rein? Ich glaube nicht. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Haben wir Obsidian? Ah ja, wo sollen wir Obsidian herkriegen? Richtig. So, ich hole mal eben mein Grab wieder. Ja, lass mal. Wenn ich drankomme. Da draußen gerade gefährlich? Wenn du kommst und mich wieder für einen Creeper hältst? Mann, ich war wahnsinnig, Junge! What? Was hast du getan? Was war das? Oh, Creeper von oben! Thoughtless! Nein! Dirt Creeper! Was war das? Ich bin. Du erstickst! Dirt Creeper! Ich renn. Oh, fuck! Ich komm zu spät! Was Alter, war das? Das war auch alles lustig zu finden hier. Wolle. Oh, Wolle ist ganz hier draußen schon. Ah, oh, Metalltür. Wow. Ich mach mal kurz hier einen Seiteneingang, damit ich hier auch wieder reinkomme, ne? Wo ist mein Grab? Oben vorne. Wo ist mein Zeug? Ich hab noch nicht alles eingesammelt. Wolle, du stehst so, mir ein bisschen vorne im Weg. Auf einem der Dirtblocks. Danke. Hey. Achso. Ja, ich hab wieder Licht gemacht hier. Ja? Hast du dein Grab gefunden? Nee. Auf einem der Dirtblocks ist. Ja, ja, ich muss doch. Ja, aber ich muss erstmal hinkommen. Ja, das ist ein bisschen schwer von hier aus, ne? Also ist ja schön, dass jetzt keine Mobs mehr hier irgendwie theoretisch in unsere Höhle kommen. Ich verliere gerade mein ganzes Zeug. Oh, kack, das Lavamonster! Oh Mann, gib mir doch nicht an am Sack hier! Fuck this! Ah, ich will erstmal das Skelett hier umlegen. Ah, das ist das Poison-Skelett, scheiße. Fick dich, Lavamonster. Ja, ich bin am Arsch. Ich baue mich ein, damit ich es wiederfinden kann. Tschüss, ihr alle da draußen. Ich baue mich ein. Oh mein Gott. Nee. Meine Air Quality ist im Eimer. Was? Wieso spinnt mein Weiler immer noch? Weiler? Hallo? Ich glaube, das ist ein Bug. Also meine Schaufel fehlt. Und die ist weg. Kann sein, dass ich die eingesammelt habe. Ah. Nee, habe ich nicht. Die zweite? Nee, habe ich auch nicht. Dann ist die hier irgendwo.
Boah, Mann, meine Sanity ist schon wieder im Arsch. Ich habe noch ein Herz. Fein. Hast du das Lava-Monster umgebracht? Oh ja, mein Gott, irgendwer schießt schon wieder auf mich. Wie können die von da oben schießen? Warum fehlen die ganze Zeit Fackeln? Oh, da gibt bestimmt so ein Darkness-Skelett oder so ein Shit, der dann aber die Fackeln immer klaut. Wo ist Mann? Ach, Mann, das Ding ist doch so ein Ficker, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Übrigens, die Folge ist langsam am Ende. Ganz hier zu end. Oh nein, hier ist wieder irgendwas. Was? Ja, Poison Skill. Hier ist ein Grab von dir. Ja, das ist von gerade eben. Ich versuch's gerade abzubauen. Ja. Meins ist daneben. Cool. Müssen die Monster unsichtbar sein? Das ist nicht unsichtbar, das ist einfach gigantisch. Nein, bei dir am Grab ist eins unsichtbar. Hä? Du bist einfach von demselben Poison Skelett erschossen worden wie ich. Komm her, Skeletti. Nein, hier waren Partikel. Okay. Achso, die Partikel hast du über jedem Grab. Also, die sind normal. Blödes Skelett, gib mir meine Spitzhacke zurück. Hey, oh. Oh mein Gott. Wir haben Einbruch. Also, wir haben Einbruch. Ja, die haben die Wand weggesprengt. Was? Ja, ernsthaft. Alter, haben wir hier irgendwie Weltkrieg oder was ist kaputt? Ja. Was? I make a run for it. Das sind. Alter, was sind das für abgefuckte? Weiß ich nicht, versuch gerade nur nach Hause zu kommen. Fickt euch alle. Oh, Spinnennetz, willst du mich. Was ist ein Plagenzombie? Der hat Pusteln. Warum mach ich jetzt dunkel? Das Poison-Skelett schießt wieder, ne? Ja, ich bin tot, deswegen. Ach, die Wand durchgebrochen. Ja, und weißt du was? Wir haben die das da kommt geschafft. Nämlich, es kommen Zombies, die laufen mit TNT rum. Die legen TNT. Ernsthaft. Are you kidding me? Ja. Wie soll man hier sicher sein vor irgendwas? Aber dafür haben wir eigentlich schon... Das gemacht, konnte ne? man gerade bei mir sehen. Ich hab dem... Oh, echt nicht. Ich mal? Dachte, die haben jetzt hier die... Ich dachte, die haben den nach drinnen durchgebrochen. Okay. Nee, dachte ich auch, ey. Ich hab nein, draußen. Nee. Okay, Seat Bricks laufen. Die Folge ist schon ganz schön lang, wir sind schon bei einer halben Stunde. Das heißt, oha, stimmt. Wir sollten beim nächsten Mal weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tut euch das Sterben nächste Folge gerne wieder. Oh, ja, Stress, unbedingt. Ne? Pur. Ja, bis dann. Ciao.